Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder, der Sven und die Leima, hallo. Hallo. Heute geht's um das Thema Hunde im Wohnmobil. Wir haben ja gemerkt, das beschäftigt wirklich sehr, sehr viele Leute und deswegen wollen wir zu dem Thema heute auch mal unser Statement geben. Ne? Unsere Meinung, unsere Erfahrung. Genau, Reisen mit Wohnmobil, gerade im Kastenwagen fragen viele, gerade mit dem Helmut, wie kommt der klar, ist es nicht zu klein und so weiter. Ja, ne? Wir können jetzt schon mal verraten, es ist ein bisschen eng, aber es geht. Deswegen reisen wir so gern im Sommer, weil im Sommer sind wir eigentlich draußen. Genau, wir sind schön Wetterkinder. Genau. So schaut's nämlich aus. Ne, auch in Portugal, wo wir waren. Ne? Also das vom Platz her war eigentlich... Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja. Also bevor wir losgefahren sind, gut, wir haben bis dahin haben wir die zwei Hunde immer am Wochenende, wenn wir mal irgendwo auf dem Campingplatz hier in der Nähe waren, mitgenommen, aber längere Reise habe ich mir gedacht, und dann noch mit so einem riesen Kalb, das wird bestimmt sehr, sehr eng und aber es hat geklappt, wunderbar. Wirklich. Ja. Also wir wollen euch auch die Angst ein bisschen davon nehmen. Der eine oder andere hat natürlich Sorgen, dass es zu eng wird oder was für Probleme auftreten können und genau darüber wollen wir heute reden. Ne? Richtig! Na Helmut, also wir wollen über dich reden. Über dich. Weil du warst ja unsere größte Sorge eigentlich, wo wir nach Portugal gefahren sind. Da kommen wir dann auch gleich dazu, genau. Also Vorgeschichte ist einfach, wir haben ja diesen 4-Wochen-Trip nach Portugal gemacht und haben uns vorher wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Hund mitnehmen, ja, nein, abgewegt, was kann als Schlimmstes passieren, was müssen wir alles machen, wie schränkt einen das ein, etc. Also da gab es wirklich ganz, ganz viel, wo wir uns Gedanken drüber gemacht haben. Ne? Auch was du beachten musst, wenn du in so eine Reise antrittst. Genau, dazu kommen wir jetzt. Also das Wichtigste mal vorweg, wenn ihr so eine Reise macht, Spanien, Portugal. Frankreich, meinen wir. Frankreich auch, genau. Aber für die Reise generell gilt einfach, es muss eine aktuelle Tollwutimpfung vorliegen. Die darf nicht älter wie... 3 Wochen sein. Nein, 3 Wochen nicht. Doch. 6 Wochen ist es, glaube ich, oder? Super vorbereitet. Das ist schon wieder Halbwissen hier, was wir verbreiten. Nein. Also ich meine, macht euch da kundig beim Tierarzt irgendwas. Ich denke mal, es waren so 6 Wochen. Die muss es vorher gewesen sein. Maximum. Und lässt euch keine anderen anreden, weil das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Genau. Also wir sind eigentlich absolute Gegner von Impfungen. Bei uns selbst, genauso wie bei unseren Hunden. Und die danken es uns. Also schaut unsere Docke an. Der wird jetzt dieses Jahr 10 Jahre alt und der ist immer noch topfit. Also spricht, glaube ich, für sich, oder? Und die Lady, wo wir Goldimix gehabt haben, die ist 15,5 geworden. Also wir sind wirklich genau, so alternativ 16, angehaucht. Ja. Ne? Und keine Chemie oder sowas, das geben wir unseren Hunden nicht. Nein. Und das dankt eigentlich die Gesundheit. Die sind alle topfit bei uns. Genau. Das Einzige, was er hat, aber das ist in dem Alter normal. Der hat ja so ein kleines Verrunkel, so einen kleinen Tumor am Rücken, aber der stört ihn nicht. Und deswegen lassen wir ihn auch nicht wegmachen, weil in dem Alter nochmal die Operation zuzumuten, eine Narkose. Ich glaube, da kann er mehr drunter leiden, wie dass es ihm hilft. Ne? Genau. Und er leidet ja nicht drunter. Nein. Der stört es überhaupt nicht. Nein. Und Zecken oder Milben oder wie immer machen wir mit unseren Bandscheinketten. Genau. Das hilft ja wunderbar. Also ja. Wir sind total begeistert, schwören mal da drauf. Und wenn einer Fragen hat dazu, gerne bombardiert uns damit. Ja. Ne? Was bombardieren? Nein. Das Video wird gesperrt jetzt. Das ist ein falsches Wort gewesen. Nein, aber wenn ihr eine Frage habt, NSA lässt grüßen, du. Könnt ihr uns gerne fragen oder wie immer. Wir helfen euch da weiter, weil wie gesagt, wir sind total begeistert davon. Und genau. Ja, unsere Hunde auch. Also. Also wichtigste ist auf jeden Fall Impfung gegen Tollwut. Mehr braucht man in der Regel nicht, was in Portugal noch eine Besonderheit ist. Warte mal noch zu Ach so, ja. Impfung, wir haben auch so Gedanken gemacht, machen, nicht machen. Kontrolliert worden sind wir nicht. Nein, werden glaube ich auch die wenigsten, aber sicher ist sicher. Wir sind nun mal so auf Nummer sicher. Du ja, ich würde so fahren, glaube ich. Ja gut, es ist einfach nichts Schlimmeres, wie wenn du im Urlaub wirklich mal angehalten wirst und du hast dann einen Hund dabei, der nicht geimpft ist, dann ist der Urlaub nämlich vorbei oder dein Hund wird einkassiert. Irgendwas davon passiert. Ja. Und im Ausland sich dagegen zu wehren, ist ein bisschen schwierig. Ne? Das ist schwierig und ja. Den möchten wir nicht missen. Und das ist war nun mal der Vertrieb. Die hätten ihre helle Freude mit dem, wenn ich gehalten wird. Er verträgt nun mal auch nicht immer die Impfung, die letzten Impfungen. Jetzt die letzte hat er ganz gut vertragen, aber davor war er richtig krank und deswegen sind wir immer so das sehr vorsichtig. Noch, ja. Aber wie gesagt, jeder muss selber entscheiden, jeder kennt seinen Hund, was er verträgt und was nicht. Genau. So. Darf ich jetzt weitermachen? Ja, bitte. Das ist voll schön. Wo war ich denn überhaupt stehen geblieben? Ja, genau, Besonderheit in Portugal. In Portugal, das wussten wir aber auch vorher nicht, da hat uns danach jemand aufgeklärt, es ist eigentlich Pflicht, wenn man einen Hund mitführt, dass man auch eine entsprechende Box im Auto hat. Also ein Hund darf in Portugal nur in einer Hundebox transportiert werden. Und wie gesagt, das hat uns keiner kontrolliert,
Die meisten anderen, die wir kennengelernt haben, die haben es auch nicht gemacht, aber es ist nun mal Pflicht, es ist Vorschrift und man sollte das wissen. Ne? Genau, und wir wollen zeigen, wie unsere im Wohnmobil dann gesessen sind oder wie immer. Das macht man doch dann, oder? Ja? Ja. Jetzt nicht? Nein. Okay, und du hast einen anderen Plan, na gut. Ich habe auch keinen Plan, ich bin planlos. Jetzt schon wieder? Ja. Auf was wollen wir noch Wichtiges hinweisen? Was, ja, das wissen wir eben aus eigener Erfahrung, was ganz wichtig ist für die Reiseapotheke für die Hunde. Ja. Und das ist, kann ich wirklich jedem ans Herz legen, nehmt Kohletabletten mit. Kohletabletten gegen Durchfall. Wir hatten mit dem Helmut ein riesengroßes Problem. Ja. Ihr wisst ja, es ist ein Kastenwagen hier. Wer uns verfolgt hat, hat er ja gekriegt. Es ist kein großer Kastenwagen, also nicht so groß. Oh. Ja, nur wenn unser Helmut mal meint, der hat eine Infektion sich irgendwo geholt, das war doch nicht am Wetter gelegen, das haben wir später rausgefunden. Ja. Wir haben eigentlich gedacht, der verträgt die Hitze nicht, aber das war es nicht. Nee. Der hat sich irgendwo eine Infektion geholt und ja, kann ja nichts dafür, aber der hat uns die ganze Bude vollgeschissen und das kriegt mal wieder nicht raus. Nur, nicht nur da, ich meine draußen auch, also wir waren wirklich halben Urlaub beschäftigt, ob wir den Urlaub abbrechen oder nicht, weil der Hund war wirklich todkrank. Also, war auch auf dem Campingplatz da in Portugal, also es war, war nicht schön, das muss man erzählen, sowas, natürlich. Der hat wirklich, du bist mit dem kaum zum Grün gekommen. Weil der unterwegs schon alles vollgeschissen hat. Das ist einfach und das kannst ist ein ekliges Thema. Ich war also, kannst du nicht aufsammeln, aber das war unsere Erfahrung. Wie gesagt haben, wir fahren nie wieder ohne Kohltabletten los. Genau, und die haben wir nämlich dann besorgt und dann ist auch alles wieder gut gewesen und wieder besser geworden. Genau. Na? Ja, weil auch Tierärzte finden, also gerade in Portugal war es auch nicht lustig, bis wir dann gesagt haben, okay, wir gehen. Das war alles andere als lustig. Ich habe mir wirklich bei dem Campingplatz das Wohnmobil geschnappt, ne? Meine Frau, die Hunde, alles zurückgelassen. Und bin nach Lagos reingefahren und habe einen Tierarzt gesucht. Überall Schilder mit Veterinär. Ja. Aber fahr den Schildern mal entlang, kein Tierarzt. Weder eine Praxis noch sonst irgendwas. Also das war echt schlimm, bis ich dann irgendwann in eine Apotheke gekommen bin. Und ich wusste ja, was man dafür braucht und habe mich vorher kundig gemacht, dass es eben Hunde genauso vertragen, diese Kohletabletten. Und ja, auch in der Apotheke. Ich konnte ihnen nicht klar machen, was eine Kohletablette ist, weil die mich einfach nicht verstanden. Aber dank Google-Übersetzer hat es dann funktioniert. Ich habe denen das Handy vorgehalten und dann, Was für Dog? Ja, genau. Die haben mich zwar ein bisschen komisch angeschaut für Hunde, aber gut. Ja, so. Das hat aber Wunder gewirkt. Und wie gesagt, unsere Reiseapotheke ist jetzt immer mit Kohletabletten mit. Absolutes Muss, wirklich. Kann es jedem nur empfehlen. Genau. Ja, was den Rest angeht, ist eigentlich alles ziemlich unkompliziert abgelaufen mit den Hunden. Die haben sich wohlgefühlt. Klar, wenn es zu heiß ist, dann die hecheln dir schon mal ein bisschen was voll, aber das ist nicht schlimm, das machen andere Hunde auch. Ja, und vor allem, sie wollten immer in den Wohnmobil rein. Also dadurch, dass, ich weiß nicht, liegt das an Farbe oder an Kastenwagen, also aus Erfahrung her, im Wohnmobil war es bei uns immer sehr heiß. Also vorher, ne? In dem früheren Wohnmobil, genau. Aber im Kastenwagen, wenn du alles ja hier also wir hatten früher so ein Alkoven-Wohnmobil. Ja. Genau, und da konntest du im Sommer nicht aushalten. Also das war nicht so schön. Nee. Und hier, wenn du alles dicht machst, also wenn es mal heiß war, wollten die Hunde reingehen. Und die haben sich da total wohl gefühlt. Also was das angeht, sind wir mit unserem Kastenwagen mehr als zufrieden gewesen. Es war wirklich, wir haben ja Temperaturen teilweise gehabt in Südspanien von über 40 Grad. Wenn du aber im Wohnmobil warst, das war echt erträglich. Also klar, musst Jalousien runter machen, alles, aber das ist erträglich, da hältst du es drin aus. Genau, und da waren die größten Bedenken bei uns, wie die Hitze vertragen, ne? Genau. Weil wir das erste Mal nun mal reisen. Das ist wirklich aus erster Erfahrung, wie wir denn gereist sind. Das sind Insider-Tipps hier, ne? Wenn einer seit Jahren schon nach Spanien oder was sich reist mit seinem Hund, dann weiß er, kennt er das alles. Aber wie gesagt, wir waren ja total verunsichert, ihr kennt das von den ersten Videos. Für uns war es das erste Mal und es sind bestimmt auch einige dabei, die das jetzt anschauen und für die stehen auch vor der Entscheidung, mitnehmen oder nicht. Vielleicht ist es für die auch das erste Mal, aber es ist wirklich unkompliziert, kann man sagen. Was Strände betrifft, ne? Gerade Spanien oder so. Also Frankreich waren wir total begeistert. Also auch die Leute hier, die sind teilweise auf uns zugekommen und den Helmut auch französisch. Das kennen wir von Deutschland überhaupt nicht. Also in Deutschland, wenn jemand einen Helmut sieht, der geht manchmal wirklich an die andere Straßenseite. Und in Frankreich, da kommt Joker vorbei, die Joker an dir vorbei, streicheln dem über den Kopf und Bonjour, Bonjour. Ne? Da warst du selber total begeistert. War total schön und würden wir jederzeit wieder machen und konntest auch mit dem Hund überall hin. Das war toll. Das war echt schön, ja. Spanien wiederum? Schaut schlecht aus mit Hunden. Also was heißt, schaut schlecht aus, kann man generell nicht sagen, aber an Stränden hinzugehen, das ist wirklich meistens Verbotsschilder dran. Überall Verbot, 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 Verbot. Und das hat uns so angekotzt. Du suchst irgendwie so schöne Gegend aus und gehst du zum Strand und sagst, okay, dass die Hundis auch ins Wasser rennen dürfen. Es interessiert viele nicht, das muss man dazu sagen. Ne?
Ja, also wir waren ja außerhalb von der Saison, war relativ wenig los und es waren schon einige Hundebesitzer am Stand. Die lassen ihre Hunde dann auch auf den Stand kacken und räumen uns nicht weg. Machen wir nicht, wir sind gesetzestreue Bürger. Du, ne? Vor allem. Wo ich gesagt habe, okay, außerhalb der Saison interessiert wahrscheinlich keinen. Nein. Aber wie gesagt, die räumen da nicht weg und ich denke, deswegen sind da auch so viele Verbotsschilder. Und, genau. Das sind immer die paar wenigen schwarzen Schafe und darunter muss die Allgemeinheit leiden, aber das ist woanders genauso. Ja, aber es ist nicht schön. Also das hat uns überhaupt nicht gefallen. Wir konnten nur wirklich um die Ecke mit denen gehen, wenn man nur so Campingplatz war. Ja. Und Auslauf großartig haben die beide nicht gekriegt. Also es war... Ja gut, wir haben schon Spaziergänge gemacht. Auslauf haben sie bekommen, nur ja, aber das bei der Morgenroutine halt. Das aber dass du sagst, okay, jetzt komm, lass uns zum Strand gehen mit beiden. Nee, das war... War das nicht. In Nazaré haben wir das gehabt. Da durften wir sie auch freilaufen lassen. Das hat das überhaupt ist Portugal, Schatz. Ja, Portugal. Ja, wir waren jetzt beim Spanien. Okay. So, und... Sprich Portugal, weil wieder anders. Genau. Die sind einfach hundefreundlicher, finde ich auch. Auf jeden Fall. Ja, wenn du so Touristengebiet hast, Lagos, dürftest du auch nicht hin an dem Strand. Gut, das ist aber wirklich sehr eng. Und aber wenn du ein bisschen weiter fährst, dann kannst du auch hin. Also gerade Nazaré, das war ja wirklich ein kilometerlanger Strand. Da kannst du die Hunde laufen lassen. Die sind happy bis zum geht nicht mehr. Ja, war richtig schön. Wir blenden im Anschluss an das Video dann auch noch so ein paar kleine Bilder ein. Ne? Auch Infos zu dem anderen Videos, dass ihr das einmal auch anguckt. Was? Ja, Portugal, wo die gelaufen sind so. Und so. Mensch! Ja. Na, das war wirklich ganz toll. Das war schön, ja. Also was wir eigentlich versuchen, ist euch wirklich die Angst davor zu nehmen und vor allem die Bedenken zu nehmen. Macht euch nichts draus. Der Hund, Hauptsache, der ist dabei. Also wir lieben unsere Hunde so, wenn wir 4 Wochen ohne Hunde gewesen wären, ich glaube, wir hätten das gar nicht ausgehalten. Nee, das war ja, wo ich gesagt habe, Woche 2 vielleicht noch, aber 4 Wochen, das ist die Bindung. Nee, das ist mehr... Ja. Nein, ist nicht schön. Die gehören nun mal zum Leben dazu. Und, Also ich glaube, da wären wir nach 2 Wochen wieder nach Hause gefahren, wenn wir ohne Hunde gefahren wären. Mhm. Auch wenn wir wissen, die sind gut aufgehoben, aber das... Nee, die gehören dazu. Und wie gesagt, also auch zum, glaube ich, vorletzten Video von uns mit der Sicherheit, was wir besprochen haben, das ist einfach ein Wachhund, das brauchst du. Ja. Also gerade in Spanien. Gerade er, obwohl er ein sympathischer Typ ist, aber er schreckt nun mal ab. Bist du sympathisch? Muss ja. Er kann auch ganz anders, ne? Oh ja. Ja. Nee, das war ganz toll. Gut, mit dem Futter, wie gesagt, das ist ja auch so eine Geschichte. Wir haben von zu Hause sehr viel mitgenommen. Ja. Weil in Spanien haben wir auch nicht großartig was von Futter auch gefunden zu kaufen. Ne? Also die haben nur ein paar Sorten. Ja, also so eine Auswahl hast du hier nicht. Nee, Auswahl nicht. Nur in der Großstadt drin, da wollte man nicht rein. Das war halt das so. Ja. Ja. Und dann haben wir teilweise selber gekocht. Ne? Ja. Ja. Wenn man es Kochen nennen mag. Ja, ja, so Reis. Ach so, für ihn, ja. Wegen Durchfall, klar. Hallo? Ja, es geht so um Hunde. Auch so ein Tipp, wenn er Durchfall hat, der Hund, Reis und eine Kohletablette dazu. Und in der Regel ist es am selben Tag noch vorbei. Ne? Karotten helfen auch. Also. Ja, wollten wir auch, ja klar, ich wollte zeigen, wie das jetzt bei uns war beim Fahren. Genau, wir zeigen das jetzt mal. Normalerweise. Moment. Normalerweise ist die Bärbel da unten. Unsere kleine Bärbi mal. Die schläft nämlich immer da unten. Genau. Ja, da hat sie ihr Bett. Manchmal streitet sich auch darum und man mag es kaum glauben, aber auch unser Helmut legt sich in dieses kleine Bett da unten rein. Ja, wenn die Sitze mal irgendwie anders umgestellt sind, dann ja. Ansonsten liegt der Helmut eigentlich meistens hier an der Tür. An der Tür. Passt auf, dass niemand reinkommt. Obwohl wir uns schon überlegt haben, da hinten zum Durchgang zu machen. Hundebox zu machen. Aber wir haben ja auch eine riesen Heckgarage hier in dem Auto drin. Würde sich anbieten, aber gut. Der ist nochmal lieber bei uns. Ich glaube, da unten würde er eingehen. No? Genau. Ja. Sonst habe ich jetzt so eigentlich nichts mehr. Wir haben hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, freilaufen lassen, das alles, das haben wir durch. Kastenladen. Das war's eigentlich, genau. Also wie gesagt, uns geht es darum, euch die Angst ein bisschen zu nehmen und ich hoffe, das ist uns gelungen. Und es macht auch Spaß. Es macht auch Spaß, die Hunde dabei zu haben, das darf man nicht vergessen. Ja. Na, also ohne, keine Ahnung, das gehören halt zu unserem Leben dazu. Also ohne möchte ich auch gar nicht reisen. Nee. Nie wieder ohne Hund. Nee, auch beim Helmut war es ganz witzig, wie der schon Sven am Anfang erzählt hat. Wenn wir kurzes Wochenende mal Trips gemacht haben, fuhren wir Freitag los und der Helmut wusste, okay, der Kastenwagen steht und wir halten uns da 3 Tage auf und dann geht es wieder nach Hause. Und es war ganz witzig, wo wir losgefahren sind. Erst waren wir noch in Deutschland unterwegs bei Tour, ne? War der noch ganz aufgeregt. Die stehen und dann fahren die wieder und wieder und irgendwann hat er sich damit doch abgefunden. Aber am Anfang kam der überhaupt nicht klar. Wie? Geht's weiter? Wir sind noch nicht zu Hause. Aber der freut sich jedes Mal. Also wenn wir hier die Tür aufmachen und vom Wohnmobil meine ich jetzt,
und machen die Haustür auf. Das Erste, was er macht, der springt sofort rein. Aber ja, alle beide sind da so, die freuen sich tierisch drauf. Ja. Der Nachteil ist nach der Reise, wenn die merken, dass wir mal irgendwie auch mit Kassenwagen irgendwo so fahren oder zu Freunden oder zur Übernachtung und nehmen wir die ja nicht mit, da heulen die. Aber also nach der Reise sind ganz schlimm geworden. Ja. Die haben Campingfieber in dem Moment, das ist einfach so. Ja, die lieben Camping so wie wir und das ist schön, das ist richtig schön. So. Haben wir es, kleine Ankündigung. Und zwar wegen unserem zweiten Kanal. Ach so, genau. Ja, der eine oder andere von euch, der war ja ein Fan von dem alten Sven, ne? Von dem alten Sven haben wir jetzt einen neuen Kanal aufgemacht, das vermischen wir jetzt einfach nicht mehr. Das heißt, einfach mal bei YouTube schauen, Svens Welt. Und dann findet ihr uns. Oder das bei nur den, als kleine Tipp. Genau, auch Kanalinfo-Beschreibung hast du den Link da rein. Ich also könnt ihr direkt da bei der Kanalinfo, genau, da steht auch der direkte Link dazu drin. Genau, und dann kriegt ihr auch diese Montags-Vibrations von uns. Vibrations. Das machen wir weiter, weil das uns eben Spaß macht. Aber wir tun das jetzt nicht mehr mit in diesen Kanal mit einmischen. So sieht's aus. Weil da ja doch so Reaktionen eher geteilt sind, ne? Ja, gut. Manchmal verständlich, manchmal nicht. Egal. Ist auch egal. So, und ja. Ich wollte mich jetzt verabschieden eigentlich. Passt das? Ja. Mensch. Ich denke schon. Ja. 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 In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Nach Norden. Genau. Wir freuen uns über jeden Kommentar von euch. Wirklich jeden. Außer wenn er ganz, ganz blöde ist, dann gibt es so einen Teil, das nennt sich Papierkorb, dann kommt er weg. Kommt nicht oft vor bei uns, Gott sei Dank. Aber wenn es mal vorkommt, und es ist schon vorgekommen, ja, dann könnt ihr euch sparen. Wir haben im ersten Video, glaube ich, erwähnt, wir mögen sowas nicht. Und weiterhin, also wenn... Es ist nicht, dass wir keine Kritik vertragen, ganz im Gegenteil. Damit können wir gut um. Aber wenn was unter der Gürtellinie ist oder in irgendeiner Form rassistisch oder sexistisch, dann gibt es diesen Delete-Button und weg seid ihr. Genau. So sieht's aus. Für, auf alle anderen freuen wir uns natürlich. Und die Bären freuen wir auch. Das ist dir. Genau, und über jedes Abo freuen wir uns auch. Genau. Ne? In diesem Sinne, jetzt kommen noch ein paar Bilder von den Hunden im Urlaub. Und ja, falls ihr plant, in Urlaub zu fahren, wünschen wir euch einen schönen Urlaub und genießt ihr mit eurem Hund. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, mit Hund. Macht's gut, tschüss. Bis bald. Tschüss.